Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur Wochenbotschaft vom 18. bis 24. Dezember. Schauen wir mal, was für ein Thema ihr da habt oder wir da haben. Es betrifft mich ja auch. Aha, gleich mal zwei Karten. Die sind jetzt so rausgeflutscht. Ja, die Meditationskarte und das Kräftemessen. Sehr, sehr spannend, muss ich schon sagen. Ja, ich verwende zum weiteren Abklären die Lenormand-Karten Licht und Schatten von der Angelina Schulze. So, schauen wir mal eine Klärungskarte für die Meditation. Da fallen gleich mal zu viele raus. Schauen wir mal. Die Ringe, der Hund, der Bär und die Störche. Eine Klärungskarte für das Kräftemessen. Unglaublich, wirklich unglaublich, was da rausfällt. Da hat sich noch eine gedreht, die nehmen wir jetzt nicht dazu. Das Herz, der Anker, die Schlange und die Wege. Also, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Es ist wohl irgendwie eine recht so spirituelles Reading. Ich finde es auch spannend, dass da gleich die Karten so rausgesprungen sind. Ja, die Meditation und das Kräftemessen. Ich habe so den Eindruck, es ist bei euch wirklich, es geht bei vielen um wirklich tatsächlich um Meditation beziehungsweise um Spiritualität und dieses Tiefergehen. Ich spüre so sehr stark dieses Tiefergehen, dieses innere Tiefergehen, diese Tiefe und auch diese Ausdehnung, also Ausdehnung der Aura des Bewusstseins. Gleichzeitig scheint das für euch aber auch eine Art Kräftemessen zu sein, so zwischen dieser Situation und dem Alltag, wie ihr das so gebacken bekommt. Die Karten, die ich hier als Klärungskarte zur Meditationskarte gelegt habe, beziehungsweise die rausgefallen sind, da haben wir ja den Ring, den Hund, den Bär und die Störche. Und hier steht der Ring ganz klar für die Routine, für die Alltagsroutine. Und du brauchst Vertrauen in diese Alltagsroutine. Der Hund steht ja immer für Vertrauen. Und ja, du musst es langfristig alles langfristig durchziehen. Es ist so, kann man ja mal sagen, so ein dauerhafter Zustand, immer wieder zum Beispiel zu meditieren oder Dinge tiefer wahrzunehmen. Das ist ja nichts, was man mal eben 3 Tage macht und dann nicht mehr, wenn man sich entwickeln möchte. Also hier brauchst du einfach ein gewisses Vertrauen in diese Alltagsroutine. Und ja, mit dem Bären sehe ich hier einfach noch deine alten Vorgehensweisen. Du hattest hier bereits einfach schon oder du hast hier bereits einfach schon dieses Vertrauen in etwas Altbewährtes, was du schon eine ganze Weile machst
Und hier kommt plötzlich eine Veränderung rein. Und das ist wirklich spannend. Ja, wir haben hier das Herz, den Anker, die Schlange und die Wege. Und mit dem Herz, da kommt mehr Liebe durch. Also du bekommst hier einfach Möglichkeiten, mehr mit deinem Herz zu arbeiten oder durch dein Herz zu wirken. Den Anker sehe ich hier übrigens nicht als Arbeitskarte, sondern der Anker zeigt mir hier ganz klar, dass es darum geht, dass du etwas verankerst. Das Neue, was hier durch die Veränderung entsteht, diese neue Routine, die neue Art und Weise, wie du damit umgehst, mit diesen neuen Entwicklungsschritten, mit diesen neuen Alltagsroutinen. Da gibt es wichtige Erkenntnisse, wichtige Gewohnheiten, die du hier sehr tief verankern darfst. Das Ganze ist mit der Schlange auch nicht so einfach. Also, ich habe ja vorher schon gesagt, es geht um was Langfristiges, Dauerhaftes. Und diese Veränderung, die kommt sehr schleichend. Es ist auch kompliziert. Vielleicht funktioniert es einfach an manchen Tagen nicht. Aber dann mach einfach weiter, mach langsam weiter, Schritt für Schritt. Und also wenn die Schlange da liegt, das ist vollkommen normal, dass es dann einfach ja langatmig wird, nicht so gut vorangeht, dass auch Störungen auftreten können. Ja, und die letzte Karte hier sind die Wege. Und die Wege sprechen immer von einer Entscheidung. Du kommst hier an einen Punkt und dann darfst du dich entscheiden, weil geradeaus geht es nicht mehr weiter. Der gewohnte Weg kann nicht mehr so weitergegangen werden. Und ich denke, das ist eben aufgrund dieser Veränderung. Ja. Ich finde es sehr spannend. Und jetzt schauen wir mal, was es noch für einen Rat für dich gibt. Weil durch das, dass das eben ein Allgemeinreading ist, ist es jetzt schwierig, hier mehr dazu zu sagen. Aber vielleicht findet sich was in der nächsten Wochenbotschaft. Das kann gut möglich sein. So, schauen wir mal. Ein Rat von den Karten, bitte. Ein Rat von den Karten, bitte. Konzentriere dich auf deinen Wunsch. Super. Ja, wenn du dich auf deinen Wunsch konzentrierst, das, was du erreichen willst, dann wirst du automatisch in diese Richtung geführt und ja, dann wirst du auch mit Sicherheit hier die richtige Entscheidung für dich treffen. Ja, falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu das jetzt bitte. Es ist für dich völlig kostenlos. Für mich, mir bringt es sehr viel. Wenn du magst, drück auch auf die Glocke, dann bekommst du immer wieder einen Bescheid, wenn ich ein Video hochlade. Das heißt, du kannst keins verpassen. Und lass mir doch gerne auch einen Daumen hoch da, wenn dir das Video gefallen hat. Es ist für mich sehr wertvoll. Und was ich natürlich immer auch sehr liebe, ist, wenn du mir einen Kommentar schreibst, wie sich das bei dir manifestiert. Ja. Ich wünsche dir alles Gute, vor allem auch schöne Weihnachten und bis bald.